Jeder Gamer von uns hat doch irgendwo seinen kleinen eigenen Haufen der Schande. Und als Haufen der Schande betitle ich Spiele, die man angefangen hat, wo man selber weiß, es gibt Millionen Fans und die Spiele sind gut, aber man hat sie trotzdem abgebrochen und nicht zu Ende geführt, aus welchen Gründen auch immer. Und genau darum geht's heute. Ich will euch drei Nintendo-Titel vorstellen, die ich angefangen habe und abgebrochen habe, also nicht zu Ende gespielt habe, obwohl ich weiß, dass sie gut sind oder mir einfach Leute gesagt haben, dass es ein grandioses Spiel ist. Und glaubt dran, ich habe mehr als drei Spiele, deswegen kann man locker noch einen zweiten Part machen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ich würde sagen, los geht's. Okay Leute, fangen wir an mit wirklich einem grandiosen Spiel und zwar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und zwar habe ich es mir damals schon für die Wii U gekauft, 2014, und habe es dort angefangen und nicht zu Ende geführt, aus welchen Gründen auch immer. Es liegt oft daran, dass einfach mich ein Spiel zu einem Zeitpunkt nicht hundertprozentig packt, dann aber im Laufe der Woche oder der nächsten zwei, drei Wochen ich nicht so oft zum Spielen komme und dann kommt schon der nächste große Titel um die Ecke, auf den ich vielleicht ein bisschen mehr warte und so gehen Spiele bei mir in Vergessenheit und so landen sie auf den Haufen der Schande. Und so ist es auch mit Donkey Kong Country Tropical Freeze passiert. Und exakt das gleiche Phänomen ist mir mit dem Port für die Switch auch passiert, was ich mir ebenfalls gekauft habe, ebenfalls angefangen habe, 2 bis 3 Welten durchgespielt habe und jetzt liegt es auch auf dem Haufen der Schande. Ich bin mir aber bewusst, dass es eines, wenn nicht das beste 2D-Plattformer-Spiel ist der letzten Jahre und wird das beste wohl für die Switch. Deswegen werde ich es auf jeden Fall irgendwann noch spielen, wenn ich dazu komme und wenn ich mich mal aufraffen kann, weil es ist halt wirklich gut. So, liebe Freunde, jetzt kommt ein Thema, wo ich mir wahrscheinlich einige Feinde mache. Aber wie gesagt, das Ganze ist subjektiv und jeder hat seine eigene Meinung, seinen eigenen Geschmack. Und bei mir ist es so, dass ich Star Fox-Spiele hasse. Okay, Leute, hassen ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich muss sagen, dass mir das Prinzip von Star Wing oder Star Fox überhaupt nicht gefällt und dass ich deshalb nie ein Star Fox-Teil durchgespielt habe, bis auf, und jetzt kommt das große Aber, Star Fox Adventure für den GameCube, was 2002 erschienen ist, was ich für ein grandioses Spiel halte, was mal jetzt außen vor gehalten wird, weil das auch vom klassischen Star Fox Prinzip abweicht. Ich kann die Begeisterung auch verstehen, dass Leute gerne Star Fox spielen oder damals, dass Star Wing auch so ein großer Erfolg war, weil es ja auch unendlich viele kleine Geheimnisse noch in den Leveln gab und da das halt grafisch mit den Polygonen und sonstiges damals einfach vor seiner Zeit war und einfach Spaß gemacht hat. Ich selber kann aber mit Rail-Shootern, also dem Genre Rail-Shootern und allgemein mit Raumschiffen, Weltall, mit dem ganzen Setting nicht so viel anfangen und gerade das Spielprinzip eines Rail-Shooters gefällt mir persönlich nicht so und aus diesem Grund habe ich halt die klassische Star Fox-Teile nie durchgespielt. Ich weiß aber, es hat Millionen von Fans und es sind auch runde, handwerklich gute Titel, die mich trotzdem aber nicht begeistern können und deswegen, Leute, die Star Fox-Spiele außer Adventure auf der Liste von den Spielen, die ich abgebrochen habe. So, das Beste natürlich zum Schluss und dafür schäme ich mich wirklich und ich habe mir vorgenommen, 2019 es endlich wieder anzufangen und durchzuspielen und zwar Link Between Worlds. Wieso habe ich das nicht durchgespielt, Leute? Ein Zelda-Titel, wenn nicht sogar der beste 2D-Zelda-Titel und ich habe ihn ja sogar gespielt. Ich habe ihn auch hier liegen und ich habe ihn stundenlang gespielt. Ich habe ihn aber nicht zu Ende gebracht, weil wieder irgendwas anderes um die Ecke kam. Irgendein anderer großer Titel. Obwohl es wirklich ein absolut schönes Spiel ist. Nun, eigentlich darf man sich gar nicht mehr heutzutage als Zelda-Fan betiteln, wenn man den Teil nicht gespielt hat, weil es ist wirklich ein geiles Spiel mit einem geilen Spielprinzip. Der Grafikstil gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und von tausenden von Wertungen, die bei Metacritic zusammenlaufen, hat es eine Wertung von 91 bekommen, was auch immer noch einfach richtig krank ist. Und ich wünschte, ich konnte euch jetzt wie bei Star Fox irgendwelche Argumente liefern, dass mir das nicht gefällt oder so, Leute. Aber das kann ich nicht, weil The Legend of Zelda A Link Between Worlds ist einfach ein klassisches 2D-Top-Down-Zelda, was wohl das Beste seiner Art ist. So, Leute, genug Shaming on me. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mal eure Spiele in die Kommentare, die ihr abgebrochen habt, obwohl ihr wisst, dass es eigentlich gute Spiele sind. Und beim Erstellen dieser Liste sind mir noch andere eingefallen, die ich auch nicht gespielt habe, Leute, wo ich mich auch extrem für schämen müsste als Gamer. Aber ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.